bin ich jetzt gerade ins Stocken geraten. Was wollte ich denn noch sagen, verdammte Axt? Herzlich willkommen von New York Stewart International Airport, dem Frankfurt-Hahn des Hudson Valley oder des Großraums New York City. Warum ich heute hier bin, ist, ab nächster Woche, also Anfang Juni, wird es hier ins Hudson Valley, zu unserem kleinen süßen Airport hier, eine quasi Direktverbindung aus Deutschland geben. Und zwar mit einem Ultra-Low-Cost-Carrier. Also für Leute, die ein bisschen auf die schmale Mark gucken wollen und auf irgendwelche Annehmlichkeiten während dem Flug verzichten können, also sowas wie Essen für umsonst oder eine große Videosammlung und Hörspiel und so ein Zeug. Die sollten sich vielleicht mal die Airline Play angucken. Ich linke das alles hier unten rein, was ich so erzähle. Denn es gibt dort Verbindungen von Berlin und von Stuttgart hier nach New York Stewart International Airport. Wer sich mit Billigfliegern auskennt, es gibt ja schon ein paar andere im Markt drin, der weiß, dass wenn man hier auf dem gleichen Level unterwegs sein möchte wie mit den normalen Carriern, also mit einem eingecheckten Gepäckstück und einer Platzreservierung und was zu essen und so weiter, am Ende zahlst du dann genauso viel, wie als würdest du mit einem der großen Anbieter von, keine Ahnung, Frankfurt oder auch von Berlin hier nach New York fliegen. Aber ein riesengroßer Vorteil hat dieser Flughafen hier und das ist halt, es ist hier alles so schön entspannt. Also wer schon mal nach New York geflogen ist, egal ob JFK oder EWR, also Newark, diese Flughäfen, die sind chronisch voll mit Hunderten von Menschen und die Warteschlangen sind riesengroß. Also wenn man da an der Immigration steht oder auf sein Gepäck wartet, es nervt einfach nur. Also wer eine ruhige Anreise haben möchte, dem sei zum Beispiel hier der kleine Stewart Airport im Hudson Valley ans Herz gelegt. Ist natürlich wie Frankfurt-Hahn von der Innenstadt eine ganze Ecke weg. Aber es wird hier einen Bus geben, der einen entweder direkt von hier zur Port Authority an der Penn Station fährt. Das dürfte ungefähr, ich sag mal, anderthalb Stunden dauert die Busfahrt bestimmt. Und dann ist man auch in der Stadt. Man könnte sich natürlich aber auch überlegen, dass man anstatt in die Stadt zu fahren und dort sich ein Hotel bucht, vielleicht sich hier irgendwo im Hudson Valley, unten am Fluss, niederzulassen. Also hier Beacon ist genau auf der anderen Flussseite. Das ist von hier 10 Minuten Taxifahrt. Entweder hole ich mir da ein Bed and Breakfast, müsst ihr mal auf Airbnb gucken, oder ein Hotel. Dann gibt es auch Cold Spring oder noch ein Stückchen weiter runter ist dann auch Peekskill. Da weiß ich zufälligerweise, weil ich da in der Nähe wohne, da ist ein recht neues Holiday Inn Express. Das steht fußläufig vom Bahnhof da entfernt. Und wenn man sich dann halt irgendwo am Fluss niederlässt, kann man da den Zug nehmen. Man ist dann halt in einer Stunde oder hier von Beacon in anderthalb Stunde auch mittendrin in der Stadt und muss da nicht pennen. Also man, keine Ahnung, wenn man jetzt mal sagt, ich bleibe jetzt mal 2 Wochen hier im Hudson Valley in einem Airbnb irgendwo, dann kann ich hier wandern gehen. Es gibt wunderbare Wanderwege. Ich habe ja ein paar Wanderungen schon gemacht. Die linke ich alle hier unten rein. Oder hier ist Woodbury Commons. Da sind auch viele, die fahren da von New York aus mit dem Bus nach Woodbury Commons hin. Das ist so ein Outlet Shopping Center. Das ist hier auch keine 10 Minuten weg hier von dem Flughafen. Dann hat hier ganz neu aufgemacht das New York Ostküsten Legoland, also für Familien. Das ist so eine Art Phantasialand oder Disneyland, halt nur eben mit einem Lego-Thema. Das ist hier in Goshen. Das sind auch nur 10 Minuten weg. Was haben wir hier noch? Die Catskills sind ganz nah. Die Gegend, wo Miss Maisel Urlaub macht. Aber da gibt es auch ganz viele Casinos, falls jemand zocken möchte. Ne? West Point ist nicht weit von hier. Die berühmte Militärakademie. Da darf man auch rein und darf sich das alles angucken. Also es gibt hier viel zu entdecken im Hudson Valley. Und wenn man jetzt hier 2 Wochen irgendwo in einem Airbnb ist, dann kann man auch mal 2 oder 3 Tage lang mit dem Zug reinfahren nach Manhattan. Kann sich den Stress der Großstadt den ganzen Tag übergeben, aber hat dann hier draußen wieder einen ruhigen Moment, um sich zu erholen.
Ja, und vielleicht findet ja der ein oder andere Preisschnäppchen mit Play Airlines von Berlin hier nach New York. Das Schöne ist, weil es ist ein kleines Flugzeug. Das heißt, wenn hier der Flieger ankommt, ich glaube, das ist ein A320, die Schlange an der Einwanderung und an der Gepäckausgabe wird relativ kurz sein. Also hier kann man es schaffen, wenn man schnell ist, vielleicht sogar eine halbe Stunde vom Flieger hier auf den Parkplatz zu kommen oder in seinen Mietwagen. Alles überhaupt kein Problem. Oder ein anderes Szenario könnte sein, dass man sich hier sofort einen Mietwagen holt und so ein bisschen durchs Hudson Valley Road trippt. Oder man fährt rüber auf die andere Flussseite, hier ist auch die Autobahn 84, wäre das, rüber bis nach Fishkill. Fishkill, da gibt es auch einen Haufen Hotels direkt an der Autobahnausfahrt. Ist jetzt nichts Schönes da, also da wäre man dann wirklich nur um zu wohnen. Da gibt es einen Hilton, Hampton Inn heißen die, glaube ich. Dann ist da ein Best Western, irgendein Ramada-Ding steht da noch. Da ist aber auch ein Walmart Superstore, wer dort mal einkaufen möchte. Und da ist für sonnige Tage wie heute New Yorks größtes Rutschenparadies, also Wasserrutschenparadies, und zwar Splashdown. Habe ich auch ein Video zu, linke ich hier unten rein. Und wenn es mal regnen sollte, ist da auch ein großes Kino direkt. Also Fishkill wäre eine Option, wer viele Hotels haben will und dann von hier aus da mit dem Mietwagen hinfährt. 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten ist man da und von da aus dann irgendwie seine Base hat, um die Gegend zu entdecken. Poughkeepsie ist hier nicht weit weg mit dem Walkway over the Hudson. Gibt es natürlich auch ein Video zu. In Poughkeepsie gibt es auch ein Autokino. Wer mal einen richtigen amerikanischen Drive-In erleben möchte mit Pommes und schmierigen Burgern, der kann auch dahin fahren. Und wie gesagt, zwischendurch hat man immer die Möglichkeit, sich in den Zug zu setzen, in die Hudson Line, um für einen Tag oder zweimal hintereinander nach Manhattan zu fahren. Man spart sich da irgendwie 250 bis $300 pro Nacht Hotelkosten und kann hier draußen für, naja, wenn man Glück hat, vielleicht schon unter $100 die Nacht schlafen, je nachdem, was für Ansprüche man hat. Ja, schaut mal rein bei Play Airlines und versucht mal einen günstigen Flug von Berlin oder von Stuttgart hier zu uns ins Hudson Valley zu finden. One more thing. Dieser Airport hier hat nicht nur Play Airlines als Ultra-Low-Cost-Airlines zu Hause, sondern hier fliegen auch Flüge von Frontier. Mit denen kommt man für $19 schon von hier nach Atlanta zum Beispiel. Da könnt ihr die Sissy besuchen gehen. Oder ihr könnt auch mit Allegiant Air, ein anderer Low-Cost-Carrier, fliegen. Die fliegen von hier nach Florida oder nach Myrtle Beach in South Carolina. Also man kann hier rüberkommen, im Hudson Valley Station beziehen mit dem Billigflieger, guckt sich hier ein paar Tage alles an und dann fliegt man mal für ein oder zwei Tage runter nach Florida, holt sich da einen Mietwagen, raus in die Keys und wieder zurück. Und dann kommt man wieder hier zurück ins Hudson Valley, geht einkaufen und für den Rückflug bucht man sich dann ein Gepäckstück dazu, weil man ohne Gepäck angereist ist und fliegt dann wieder nach Hause. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ich werde irgendwann bestimmt auch mal versuchen, mit Play Airlines nach Berlin zu fliegen und dann gibt es von mir auch einen kleinen Review, wie es denn in den Fliegern aussieht. Es gibt leider noch nicht viel auf YouTube, weil die ziemlich neu am Markt sind, aber naja, die werden schon ankommen. Als Nachsatz vielleicht, Stuart hat eine kleine Erfolgsgeschichte mit Billigfliegern aus Europa bereits schon hinter sich. Das war 2017, hat Norwegian, eine norwegische Airline, die haben angefangen von Großbritannien aus und von Irland aus diesen Flughafen hier anzufliegen, auch mit kleinen Maschinen. Die wollten das damals mit der Boeing 737 MAX machen und sie hatten zwei Probleme. Zum einen, die MAX, die sind einfach mit der Lieferung nicht nachgekommen, die Boeing-Leute. Dann sind da zwei vom Himmel gefallen und die ganze Boeing 737 MAX-Flotte wurde gegroundet. Ja, und dann kam die Pandemie und dann hat sich Norwegian hier von Stewart Airport verabschiedet. Aber hier ging es mal eine Zeit lang richtig ab, 2017, 2018. Da sind zum Teil zwei Maschinen am Tag von Dublin hier hingekommen und haben halt urlaubslustige Iren hier ausgeladen. Ja, and with all that said, schaut in die Beschreibung für all die relevanten Links zu den Sachen, die ihr hier machen könnt und zu den ganzen Airlines, die von hier fliegen. Und ja, falls ihr mal hier seid, sagt mir Bescheid. Vielleicht komme ich dann auf einen Kaffee hier oben zum Flughafen.
Alles klar, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.